Erneut müssen wir heute von Unwetter berichten. Dieses Mal traf es das Kirner Land. In der Ortslage Bärenbach bei Kirn floss das Wasser durch den gesamten Ort. Thomas Jung, Verbandsgemeindebürgermeister des Kirner Landes, schildert uns die aktuelle Lage. Wir sind jetzt hier in Kirn am Feuerwehrhaus. Heute um 16.51 Uhr hatten wir eine Alarmierung aus Heimweiler. Da ging es um vollgelaufene Keller, Starkregen, Gewitterzelle, die über der Ortsgemeinde Heimweiler stand und auch im weiteren Verlauf die Ortsgemeinden Bärenbach, Becherbach, auch das Stadtteil Kirn-Sulzbach, die Stadt Kirn und auch den Ort Meckenbach mit Starkregen geflutet hatte. Gut, generell gab es ja die Wetterwarnung. Schon vor 2 Tagen haben wir ja auch aus dem Saarland mitbekommen, dass diese Starkregenereignisse zu befürchten waren, dass sie genau bei uns im Kirner Land niedergehen. Wussten wir natürlich nicht, aber ein Stück weit vorbereitet und informiert war man schon. Die Gewitterzelle hat sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam bewegt und entsprechende Regenmengen halt über der Ortsgemeinde, in dem Fall Bärenbach, aber auch den anderen Ortsgemeinden, halt eben abgeladen. Gut, Bärenbach hat eine Tallage, die Ortslage, steile Hänge, linke wie rechte Seite. Und von daher, das Wasser kam halt eben von den Hängen in die Ortslage und ist dann weiter halt eben Richtung Bärenbach gelaufen. Und wenn sich das Wasser dort in der Tallage gesammelt hat, gab es halt entsprechende große Mengen halt eben, die sich da vereint hatten und entsprechend große Schadensereignisse letztendlich auch. Gut, aktuell sind betroffen die Ortsgemeinden Heimweiler, Becherbach, Bärenbach, Kirn-Sulzbach und Meckenbach, die stark betroffen sind. Von anderen Ortsgemeinden sind momentan keine größeren Schadenereignisse bekannt, aber punktuell wird es da auch vielleicht noch der eine oder andere vollgelaufene Keller geben. Okay. Ja, wir arbeiten die Einsätze, wie sie hier eingegangen sind, ab. Es sind ungefähr 60 Einsätze, 60 mal vollgelaufene Keller, Schadensereignisse, und die werden hier momentan sehr professionell abgearbeitet. Wir bekommen aktuell Unterstützung vom Landkreis Bad Kreuznach. Wir bekommen Unterstützung aber auch vom Nachbarlandkreis aus Beckenfeld. Ja. Unsere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden werden da gut unterstützt. Aktuell sind ungefähr 200 Kameraden im Einsatz, die halt sehr professionell diese Einsatzlage abarbeiten. Ja, Kirn-Sulzbach war mit Sicherheit ein Hotspot gewesen. Die Kirner Straße hat sich mehr oder weniger zu einem reißenden Bach da entwickelt. Autos sind da die Straße runtergeschwommen. Von daher, das war schon eine Art Hotspot gewesen. Und da sind auch vermutlich die größten Schäden zu befürchten. Anwohner aus Bärenbach berichten Folgendes. Das war ganz plötzlich putzdunkel, dann hat es gehagelt und innerhalb von 3-4 Minuten war das Wasser hier auf der Straße so hoch, dass es über die Bordsteine ging, in die Garage rein. Es hat mir vorne die Dach hinweggerissen, ein Stück. Ja, das war fürchterlich. Also das, so viel Regen habe ich noch nicht auf einmal gesehen. Das war Regen und Hagel zugleich. Das war innerhalb der Gatte war innerhalb von 2 Minuten weiß. Und dann kam oben von 2 Häusern weiter, von der Straße her, kam das Wasser über die Grundstücke gelaufen. Hier hin raus. Ist auch alles kaputt draus. Innerhalb von einer halben Stunde war die Straße von 30 cm bis 3 Meter oder wie breit sie ist, komplett überflutet. Ich wohne jetzt hier 38 Jahre, ich habe sowas noch nicht erlebt. Der Verbandsgemeindebürgermeister freut sich über die Motivation seiner ehrenamtlichen Helfer. Ich gehe davon aus, dass das noch lange dauern wird, aber dafür sind wir da. Und ich nehme hochprofessionelle und hochmotivierte Feuerwehrkameradinnen und Kameraden wahr. Bedanke mich an der Stelle auch ganz herzlich bei jedem, der im Einsatz ist. Ich war auch vor Ort gewesen. Auch die Bürgerinnen und Bürger sind sehr besonnen und geben sich gegenseitig Hilfestellungen. Von daher ein ganz großes Lob an alle, die sich so besonnen und professionell verhalten. Besser könnte man den Abschluss zu diesem Beitrag nicht formulieren. Drücken wir alle die Daumen, dass alle Helferinnen und Helfer gesund zurückkehren und dass die Einsätze zügig hintereinander abgearbeitet werden können. Super Leistung, kann man gerne nochmal wiederholen. Ich verabschiede mich hiermit jetzt in meinen letzten freien Tag. Thank you.